Es gibt dort die Geschichte, dass die Bundeslade, also so das Zeichen Gottes, quasi wie eine Art Kriegsinstrument benutzt wird. Ja, also gegenüber den Philistern gesagt wird, also die kämpfen gegeneinander und die Israeliten unterliegen in einer Schlacht. Und da kommt die Theorie auf, oder die sagen dann, das liegt ja sicher wohl daran, dass wir die Bundeslade vergessen haben. Die ist nicht bei uns. Flugs holen sie das in das Lager, um sozusagen dieses Gott mit uns, das diese Bundeslade symbolisiert, greifbar zu haben. Und dann werden wir schon gewinnen. Dann wird im Alten Testament selber, das finde ich das total Schöne an dieser Tradition, in dem heiligen Text selber wird bereits thematisiert und problematisiert, dass das mit diesem Gott mit uns eine recht problematische Sache ist. Als nämlich die Bundeslade in das Lager kommt, sagen die Philister, oh, jetzt aber richtig gekämpft, Leute, denn sie haben ihren Gott bei sich, jetzt müssen wir besonders tapfer sein. Und was passiert? Die Philister greifen an und schlagen die Israeliten vernichtend. Die Bundeslade kommt in die Gewalt der Philister und es passiert genau das Gegenteil von dem, was man mit Gott vorhatte, um es mal so auszudrücken. Ja, also wenn wir die Bundeslade bei uns haben, wenn Gott präsent ist in unserem Heer, dann kann die Schlacht nur positiv ausgehen. Solche Sachen hat man ja bis in den Ersten Weltkrieg hinein oder in den Zweiten Weltkrieg hinein auf den Koppelschlössern der Soldaten, ja, Gott mit uns. Also bereits in einem Text, der viel älter ist als die christliche Tradition, der aber Teil unserer christlichen Tradition ist, wird schon deutlich gesagt, so ist das nicht mit Gott, dass man einfach sagen kann, man hat den auf seiner Seite. Ja. Solche Erzählungen gibt es natürlich da auch, aber es wird immer wieder auch gebrochen und problematisiert. Und das nächste ist dann, dass die Philister, die die Lade jetzt nun geklaut haben, dann erleben, wie dieser Gott keine Ruhe gibt, ja. Und die seltsamsten, auch lächerlichen Sachen richtiggehend veräppelt wird. Dieses Vorstellung, dass man Gott halten könnte, gefangen halten könnte und sie am Ende mit Dank sozusagen die Lade den Israeliten wieder zurückschicken und sagen, hier habt ihr eures wieder, es wird bei uns gerichtet, hat nur Unheil an. Ja. Also das ist das, was ich so spannend finde an dieser Form mit den Bildern umzugehen, dass so hier so auch Wege eröffnet werden, ein bisschen selber mitzuspielen. Nicht nur um des Spieles willen, nicht la pour la, es geht um den Inhalt, aber nicht zu meinen, es sei alles ein für alle Mal gesagt, bloß weil man irgendwann mal alles aufgeschrieben hat und gesagt, jetzt steht es da und so ist es zu verstehen und fertig. Das muss immer wieder jede Generation, jeder Einzelne muss es immer wieder neu deuten.